Hallihallo, Hallöle, liebe Leute. Hier ist wieder euer Arbeit und nun mit dem 14. Part von Luigi's Mansion 3. Und wie ihr seht, wir sind jetzt im Aufzug und wir haben ja den neuen Aufzugsknopf und den werden wir jetzt anbringen. Yeah. Nummer 8. Haha. Yeah. Gut, und jetzt können wir auch in Etage 8 hochfahren. Ich dachte, vielleicht kommt nochmal irgendwie was. Ihr seht, wir haben insgesamt 15 Etagen. Das heißt, wir sollten so jetzt demnächst bei der Hälfte sein. Denn hier unten fehlt ja eine. Aber wir haben natürlich hier eins mehr schon gemacht. Also 8 schon gemacht. 15 sind es, eine fehlt, 16. Also 8, Hälfte, versteht ihr. Okay, also Intro ab, meine Freunde. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, diesmal hat aber ganz schön gerüttelt und gewackelt. Ich glaube, das ist jedes Mal ein klein bisschen anders. Es ist nicht immer die gleiche Sequenz. Was auch lustig ist, ihr seht ja am Schlitz der Aufzugstüren, wie viele Etagen wir hochfahren, um nur eine Etage höher zu fahren. Es ist halt ein Spukhotel. Geiles Setting. Film und Fernsehen, so schaut's aus. Wir können doch bestimmt, ist aber mir sofort klar, dass wir hier was mit dem Hubschrauber machen können. Und unser allererstes Juwel, eine Filmrolle übrigens. Agathan. So, hier hinten könnte auch wieder irgendwo was Verstecktes sein. Nö. Oh, ist da... Da ist ja auch was drin hier in diesem Schaufenster hier. Das glitzert doch so. Mal, können wir die hier... Ich überlege hier, ob wir hier die Lampen... Oh, das ist aber auch cool hier mit dem Schatten. Guck mal. Hinten an der Wand. Schön gemacht. Okay, lassen wir den Bereich erstmal... Und gucken uns hier die Eingangshalle an. Oh, hier, Mario Striker. Da wäre auch mal ein neues Spiel cool. So, hier Luigi und König Buhu. Was soll das darstellen? Smash? Nee, auch Mario Striker, ne? Oder? Nee, ach, Pokémon. Das ist Pokémon. Das ist ein Pokéball, oder? Sehe ich das richtig? Würde ich jetzt so sehen. So, was haben wir hier? Das kann ich jetzt gar nicht deuten. Da oben sind übrigens zwei Münzen. Das Herkules? Nee, ist irgendein Boxspiel. Boxen. So, schau mal hier vielleicht irgendwo. Nee, vielleicht hier bei Luigi's Mansion. Da oben sind ja auch Münzen übrigens. Nein. Na gut, werden wir mal gucken, was es denn hier alles so gibt. Okay, wir haben den Geist mit dem Popcorn eingesaugt. Das, da unten hier können wir bestimmt was öffnen. Das haben wir jetzt bestimmt nicht ohne Grund gemacht. Das Ding ist doch bestimmt zum Schießen da. Aber es will auch nirgendwo... Da oben vielleicht. Ja, keine Ahnung, ob das so der... Ach, ich bin noch ein Idiot. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ist kaputt gegangen? Ach, verdammt. Kriegen wir nochmal sonst? Ist auch was zu ziehen, zu drehen. Damit dreht sich das Bild, die Kamera, okay. Ein neues Juwel. Das kann dann natürlich nur Luigi holen. Wunderbar.
So, also ich hätte das Ding gerne genommen, weil wir sehen ja, es ist ein Schlüssel vorne drinne im ersten Raum. Und das hätten wir bestimmt gebraucht, um damit diese Vitrine abzuschießen. Mal gucken, was jetzt kommt. Jetzt landen wir bestimmt da oben, wo wir eben gerade waren. Nee, er kommt wieder zurück. Geht mir nicht. Ja, das ist blöd. Nein, ich wollte doch gerade noch. Gut, dann schalten wir mal den Fernseher an, gucken wir mal. Wir kriegen schon eine Möglichkeit wieder. Okay, es geht nach vorne, der Strom. Achso, das ist ja hier die Kamera aus dem Eingangsbereich. Oh, 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 es regnet Geld. Und diese komischen Kugeln, wo noch immer keiner gesagt hat, was es sein soll. Ob das Perlen sind? Wir wissen es nicht. So, dann gucken wir mal, was das Stromkabel jetzt hier angerichtet hat. Achso, ja klar, die Kamera ist an. Und bewegt sich jetzt. Was bringt mir das? Da ist da auch irgendwas drin, oder? Kann ich die anschießen? Kann ich hier wenigstens ranschießen? Ja. So kommen wir an den Schlüssel. Oder auch nicht. Double Feature. Reicht nicht. Hm. Da können wir Bäume raushauen. Können wir hier vielleicht damit agieren? Ich bin überfragt. Das gibt's doch nicht. Ich muss das kaputt machen, das ist mir schon klar. Was sagen denn hier die Bilder? Oh, nix. Kann ich wenigstens umschalten oder so? Ah, wir können uns was angucken. Das war wichtig. Na, aber so geht's auch. Was geht denn da mit dem Geländer ab auf der linken Seite? Hier. Das ist ja Disco. So, ne, ich möchte gerne jetzt den Schlüssel hier rausholen. Sag mal. Luigi? Luigi? Zieh zu, danke. So, das Rätsel dann auch gelöst. Jetzt kümmern wir uns aber hier um das hier. Was ist denn der Quatsch? Hallo? Seid ihr noch ganz bei Trost hier? Hört mal auf. Ach, es ist mir egal. Es ist uns egal. Vielleicht soll es auch so. Ja, sage mal. Fällt euch was auf? Jetzt eben gerade ist mir aufgefallen. Ist der ein oder anderen schon vorher aufgefallen, aber man, dieses verdammte Bild hier mit dem Boxer, das hat Scharniere. Hallo? Mal ganz ehrlich, oder? Ich bekomme einen Boxhandschuh. Warum?
Ich verstehe es alles nicht so ganz. Gibt es hier noch irgendein Geheimnis? Egal, wir lassen den jetzt erstmal. Da hätten wir da oben nochmal gegenschießen sollen. Warte mal, wir nehmen nochmal den Boxhandschuh. Ja, es tut mir ja leid. Aber so ganz, wo ist er denn jetzt hin? Hier. Aber hier, oder hier oben, vielleicht die mal abschießen hier. Aber nee. Es, wenn man etwas abschießen kann, dann bleibt meistens dieser Cursor hier so dran kleben. Aber das tat er jetzt nicht. Obwohl das hier auch nicht ist. Ach, ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Wir öffnen die Tür und gucken mal. Meine, wäre auch langsamer wieder Zeit für ein neues Bild. Oh, ein Regisseurgeist. Oh, sprechende Geister. Welch Tragödie, welch grausames Schicksal für mich. Morty, den Starregisseur. Wie konnte ich mein Ein und Alles nur verlieren? Ich stehe vor einem gewaltigen Scherbenhaufen. Und das, weil ich nutzlos bin. Absolut nutzlos. Da ermahnt es sogar der Glanz dieses wunderschönen Knopfes. Ah, mein schönes rotes Megafon, wo magst du nur weinen? Ich würde alles geben, um mein über alles geliebtes Megafon wiederzubekommen. Das ist jetzt alles? Sprechen wir die mal an. Meine Kunst, oh, wie sie derzeit leidet. Verunglimpfe nicht die Bezeichnung Regisseur, indem du sie für mich verwendest. Ohne mein Megafon habe ich sie beileibe nicht verdient. Der interessiert sich einen Scheiß dafür, dass wir hier sind. Können wir jetzt hier durch die... Wir können durch die unterschiedlichsten Monitore... Okay, aber das brachte nichts. Schade, ich dachte, da kommen wir jetzt in verschiedene Level. Okay, also die Aufgabe ist einfach. Wir sollen Megafon sammeln. Können wir das hier öffnen? Ja. Ein bisschen Knete dabei raus, okay. Wir sollen das Megafon finden. Und, ja, gehen wir einfach mal durch die einzelnen Räume. Wir fangen links an mit Raum Nummer 4. Wir sehen, hier ist eine Kiste. Die bringt uns aber irgendwie erstmal nichts. Da ist eine Spinne. Da ist noch eine goldene Spinne. Da ist noch eine goldene Spinne. So, kriege ich die da wenigstens ran? Wir wollen hier weiter, das ist klar. Das wird bestimmt auch weitergehen. So, jetzt kommt die hier wieder. Komm her hier. Komm. Egal. Egal, wir lassen die Spinnen sein. Die haben wir schon beim Fernseher. Und, Stromkabel. Stromkabel ist natürlich Quatsch. Jetzt wird sie aber ein bisschen... Geld ohne Ende. So, jetzt haben wir einen Geldsack hier. Oh, ist er kaputt gegangen. So, wir machen mal hier den Fernseher an. Mit voller Ladung. Bringt es? Jo. Ja, keine Ahnung. Das ist... Doch, das ist das hier. Oh, hier hinten haben wir auf jeden Fall ein Juwel, links in der Flasche. Und wir, Professor Igitt meldet sich mal wieder. Luigi, sieh mal, wenn das nicht das Megafon ist, aber es hängt in Spinnenweben fest und die machen einen ziemlich robusten Eindruck auf mich. Jo, jetzt haben wir schon mal das Spinnenweben. Das ist das Spinnenweben gefunden. Also heute habe ich es auch, das Megafon gefunden. So, das ist hier relativ einfach, Luigi rein und zack, Nummer 3 ist unser. Luigi in der Flasche. So. Können wir hier mit irgendwas... Egal.
So, wir öffnen mal schnell die Truhe, gucken da noch rein, was wir da so drin finden. Luigi, du könntest bestimmt an das Megafon herankommen, wenn du die Spinnenweben mit Feuer zusetzt. Ja, das könnte funktionieren. Aber ich fand das hier mit diesen Schaumstoffdingern viel, viel witziger in dem Moment. Gut, wir gucken mal, was passiert. Ich glaube, da passiert nichts, wenn wir jetzt hier in den Fernseher gehen. Wir müssen bestimmt was mitbringen. Nicht ohne Grund wird Feuer gesagt. Hatten wir die Truhe hier geöffnet? Ich glaube, ja. Doch, da war dieser riesen Geldsack drin. Oder? Nee, der war da drin. Ach, egal. Wir gehen mal rein und gucken mal, wo wir... Ach so, alles klar. Jetzt ist das Ding farbig. Gut, so können wir also dann abkürzen. So, eine neue Szenerie. Okay, hier muss die Feuerwehr hin. Feuerwehr, also... Wir verstehen das Prozedere. Glaube ich. Und wir haben den nächsten Fernsehapparat angemacht. Goldmaus. So, wir können auch die Kulissen betreten. Aber wir sehen leider nicht, was das hier für Auswirkungen hat. Wir können nicht mit rein. Da hinten ist eine Leiter. Eine Feuerleiter. Gut, wir grasen auf jeden Fall alles ab. Wir wissen ja auch noch nicht so ganz, was das alles zu bedeuten hat. Also klar, wir haben das Megafon gefunden. Klar, wir müssen es in Brand setzen. Das habe ich schon verstanden. Oder ist es hier einfach nur, damit man hier ein bisschen rumläuft? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es scheint erstmal nicht mehr zu sein. Hier. Wir können ja hier nochmal gucken, ob wir hier mit Luigi was machen können. Hier ist ein Gullideckel. Wir haben einen Juwelengeist gefunden. Komm mal her. Ja, die Juwelengeister, die sind immer ein klein wenig, schreckhaft, ha. Ganz schön flott unterwegs, ihr seht's hier, ne? Also, das ist immer gar nicht so leicht, die zu fangen. Jetzt ging's gut. Damit haben wir schon das vierte Juwel. An dieser Stelle. So, jetzt wollten wir aber noch mit Luigi gucken, ob wir hier runter können. Nein, diesmal nicht. Ist nur für die Szenerie. Okay. Dann war es das hier, meiner Meinung nach. Weil hier die Truhe können wir hier auch nicht öffnen. Können wir die abschießen? Jo. Können wir zerstören? Jo. Hat das uns was gebracht? Nö, nicht was. Ein bisschen Geld. Ein Stück Pizza. Feuerlöscher. Gut. Weiter geht's. Rechte Seite. Ach, der arme. Der sieht aber hier auch gruselig aus. Sasquatch. Matsch. Ich hab's jetzt mit Absicht nochmal gemacht. Ah, hehehe, da ist er ja wieder. Hey! War auch gar nicht so schlecht, dass ich das nochmal gemacht habe. Bist du jetzt hier reingesprungen oder hast du dich einfach aufgelöst? Die hat sich einfach aufgelöst. Ich dachte, der hilft uns jetzt so ein bisschen hier bei dem Level. Was hier der Sinn ist. Ein sehr ruhiges Level. Nachdem ja das letzte
im Botanischen Garten sozusagen. So, hier schon wieder Spukschloss. Na, hier sind doch die... Ich möchte die Tür aufschießen hier. Jetzt. Ich hätte jetzt gedacht, es geht nach oben, aber das tut es irgendwie nicht. Also wirklich, ihr seht, es ist ein sehr, sehr ruhiges Level. Da oben ist die Fackel. Die brauchen wir. Wir müssen nach oben. Hier ist eine Pflanze drinne. Oder dahinter? Und dazu brauchen wir dann Wasser. Wasser kriegen wir bei der Feuerwehr. Da müssen wir nur den Hydranten anmachen. Das hat alles einen Sinn. Und Schwerter. Gut, dann gucken wir mal weiter, wie wir weiterkommen. Also hier können wir erstmal nichts machen. Und ich hatte jetzt keine Ahnung, wie wir dort rankommen. Da ist der Brunnen. Im nächsten Raum ist der Brunnen, im ersten. Und das Schöne ist, es ist auch alles nummeriert. 1, 2, 3, 4, ne? Ja, wunderbar. Kürbis? Ach, komm her. Die Maus! Die hat mich erschreckt. Rette das Quietsche-Entchen. So, wir fabrizieren Wind. Oder Nebel. Oh nein, das Quietsche-Entchen ist ins Wasser gefallen. Wir da auch rein? Ah, wir können reingucken. Ja, und nu? Hat er da aus Gnats gegengetreten? Gut, also wir haben die komplette Szenerie jetzt erstmal aufgebaut. Wir haben ein Quietsche-Entchen in einem Brunnen. So, wir haben einen Eimer. Können wir den Eimer jetzt mitnehmen? Das scheint ja zu funktionieren. Aber sowas von. Okay. Wir haben hier hinten... haben wir einen... Hydranten. Aber mit dem können wir nichts machen. Oder? Wow. Auf dieser Etage gibt es wirklich eine Menge Filmsets, Luigi. Durch die Kamera betrachtet, sieht bestimmt alles noch viel realistischer aus. Probiere doch mal, ob ich mit der Vermutung recht habe. Ah, wir haben hier überall eine Kamera. Okay. Das ist natürlich auch interessant. Aber was bringt uns das jetzt? Nichts. Mein Eimer ist weg. Eben gerade in dem Dings war er noch. Rätsel Spaß im Filmparadies. So, dann gucken wir uns das Ganze mal vom Brunnen an. Also wir haben gesehen beim Ritter-Szenario da wissen wir ganz genau,
da oben ist eine Fackel. Da haben wir auch gesehen, da ist eine Pflanze. Ja, wunderbar. Aber was bringt mir das? Verdammt. Was bringt mir das alles? So, was hat er sich denn jetzt erschreckt? Wenn ich gar nicht mitgekriegt, ich bin so... Ja, wunderbar sieht's aus. Da oben ist eine Fackel. Wir sehen's, ne? Luigi, willst du der Kameramann sein? Aber wer soll dann die Rolle des Schauspielers übernehmen? Tada! Wir haben die Pflanze freigelegt. Okay, wir brauchen vorher das Wasser. Okay, also jetzt haben wir es verstanden. Geile Ideen. Also da kann man echt... Bitte, beteiligt euch mit an der Diskussion und sagt mir, wie ihr das findet. Ich find das super cool. So, können wir es auch andersherum machen? Nein, Luigi muss Darsteller sein. Wilde Kamerafahrten. Okay, sieht gut aus, aber was bringt mir das? Das Quietscheentchen ist nicht mehr da, ich hab's aufgesaugt. Noch ein bisschen Nebel dazu. Ja. So, okay, also nochmal. Die gleiche Szenerie, nur mit Nebel diesmal. Ich muss da vorher den Eimer reinmachen. Wo ist der Eimer? Wir können ja durch den Fernseher gehen, ach egal. Wo ist der Eimer hin? Nein, da wollte ich gar nicht rein. Wunderbar. Das Monster kommt dann raus und bringt uns dann das Wasser. Da ist der Eimer. Komm her. Ey, wenn das wirklich so ist, das ist der Hammer. So, ab zum Spukschloss. Spukhaus. So, warte mal, erstmal ablegen. Luigi, du nimmst den Eimer. So, Nebel ist uns jetzt egal. Ja, der Eimer ist drinne. Okay. Spannung. Spannung, ob wir das erste Rätsel, sozusagen den ersten Step geschafft haben von unserem neuen Film, Luigi.
Mega, Leute. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich. Weiter geht's im nächsten Part. Es hat ein Weilchen gedauert, aber jetzt sollte der nächste Part dann zacki, zacki, zacki gehen. Bin ich richtig gespannt. Wir lösen das Rätsel um das verschwundene Megafon und Luigi in seiner Hauptrolle. Ja, keine Ahnung, wie ich den Film nennen werde. Das werden wir dann mal sehen. Also, links abonnieren, rechts anderes Video klicken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.